Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, das ich hier zu dem Thema Project Zomboid machen möchte. Falls ihr das Spiel nicht kennt, ich werde euch mal hier ein bisschen Einblick geben. Ja, und wir beginnen einfach mal mit einem Sandbox-Match. Fangen direkt neu an. Ihr seht, dass ich hier schon mal ein Spiel angefangen hatte. Wir nehmen hierbei West Point, weil das eine größere Einwohnerzahl hat. Ich kann euch aber später auch nochmal Muldrock zeigen. Ja, gehen wir hier mal auf eine Seite weiter. Ja, hier kann man jetzt Sachen einstellen. Wie viele Zombies, das lassen wir auf normal. Können wir jetzt auf insane machen. Wahnsinnig. Die Zombie-Verteilung können wir umstellen. Survivor können wir einstellen, ich glaube, das geht noch nicht. Das Spiel befindet sich momentan ja noch in der Beta-Phase. Also es ist ein Early Access-Spiel, wie es hier mehrere Spiele bei Steam bereits gibt. Ja, ein Tag ist eine echte Stunde lang. Wir fangen im Juli an. Das macht es ein bisschen leichter, weil wenn wir jetzt im Dezember oder im September anfangen würden, könnte es etwas zu kalt sein und wir könnten schnell sterben oder an einer Kältung verenden. Ist wahrscheinlich eher an einer Grippe. Kältung eher nicht. Ja, das Wasser kann auch eingestellt werden, wenn es abgestellt wird, beziehungsweise die Elektrizität. Brauch uns jetzt aber nicht weiter stören. Wir lassen es einfach auf 0 bis 2 Monate. Dabei kann es dann sein, dass das Wasser ganz am Anfang schon abgestellt ist, was aber meist nicht der Fall ist. Ihr werdet ja sehen, was das für einen Einfluss hat. Loot machen wir, lassen wir auf rar, also auf selten. Temperatur auch auf normal. Und Regen auch auf normal. Wollen ja nicht in England spielen. Ja, die Restsachen von den Zombies kann man auch noch zu seinem Vergnügen tweaken. Das lassen wir jetzt aber mal. Ja, hier können wir unseren Charakter machen. Wir nennen uns Captain. Wie nennen wir uns? Captain Keks nennen wir uns. Wir sind männlich und das ist auch unser Charakter. So sehen wir dann aus im Spiel. Wir sind weiß und haben keine Haare. Haben wir Haare? Wir haben keine Haare. Aber wir haben Bart. Ja, sowas. So. Was mich ein bisschen stört, ist, dass es leider keinen Multiplayer gibt. Der ist allerdings geplant. Ich hoffe, der kommt bald, weil das macht einiges umso spaßiger. Hier können wir unsere Perks auswählen. Allerdings kann man immer nur Perks auswählen, wenn man sich auch Schwächen anleiert. Wir können eine bestimmte Vorgeschichte wählen. Also wir waren zum Beispiel ein Feueroffizier oder ein Police Officer oder ein Park Ranger und dabei kriegen wir verschiedene Perks. Wir spielen allerdings einen Arbeitslosen. Ich weiß nicht, was für einen Einfluss das hat. Das kann ich nicht weiter sagen. Es wäre natürlich sinnvoller, wenn man einfach einen Feueroffizier nimmt oder so und dann bestimmte Perks hat, aber wir spielen einfach einen Arbeitslosen. Das ist so spaßiger. Ja, irgendwelche Perks, da gibt es halt, dass man weiter gucken kann oder dass man mehr tragen kann, dass man athletisch ist, dass man nicht so schnell müde wird oder weniger braucht zu essen. Allerdings muss man ja dann immer irgendwelche Sachen nehmen, die einen schwächer machen. Das heißt, wir sind jetzt einfach mal absolut mittelmäßig und arbeitslos. Also, wir haben keine Perks, wir haben nichts. Und starten das Spiel einfach mal. Ja, hier ist so eine kleine Intro-Sequenz. Ja, wenn man das Intro nennen kann. Ist ja Sandbox, also es gibt auch so etwas wie eine Kampagne, bei der man sich um seine Frau kümmern muss. Zumindest am Anfang. Die habe ich allerdings noch nicht weitergespielt. Ich mag immer so ein bisschen die Sandbox-Komponenten von Spielen. Ja, ich hoffe, das Spiel lädt jetzt hier gleich zu Ende. Ich habe noch nie Sachen angebaut. Vielleicht kommen wir dazu jetzt einmal.
Das dürfte relativ interessant sein, wie Tomaten oder sonstige Früchte. Okay, und das ist schon das Spiel. Wir können jetzt hier reinzoomen und wir können rauszoomen. Das ist unser Sichtfeld. Alles, was wir nicht sehen, wird doch nicht gesehen, also wird nicht angezeigt. Nur weil wir jetzt hier nicht sehen, dass da ein Zombie ist, kann es sein, dass wir da nicht hingucken. Und der ist trotzdem da. Also, das ist ein relativ lustiges. Okay, das ist, spielen lässt sich das mit WASD. Also ganz normal, wie in anderen Spielen. Gucken wir mal, was wir zu Hause haben. Und diesen komischen Geld machen wir hier mal weg. Komischer Raccoon. So. Gucken wir mal einen Ofen. Ja, im Ofen ist natürlich nichts drin. Ah, hier haben wir zum Beispiel eine Bratpfanne, ein Handtuch, ein Plastikbag. Ah, ein Feuerzeug ist doch schon mal gut. Gut, ja, aber Chips haben wir noch. Chips können wir mitnehmen. Haben wir irgendwo eine Tasche? Tasche wäre auch ganz nice. Sieht aber nicht danach aus. Ah, hier ist noch ein Burger. Den essen wir doch einfach mal gleich. So. Und jetzt kriegen wir hier wie bei Sims sowas eingeblendet. Ja, wir sind satt und ja, es gibt uns einen Stärkeboost und einen kleinen Moment der Heilung. Dann kann man ein Buch lesen, das nehmen wir auch mal mit, damit es nicht langweilig wird in der Zombie-Apokalypse. Und ich sehe hier gar nicht, ist dies. Wir haben gar keine wirklichen Waffen eigentlich. Ah, eine Pistole starten wir. Oh, die ist das ja nice. Das ist ja selten. Wenn wir allerdings noch keine Munition haben. Ja. Nehmen wir uns erstmal das Küchenmesser mit und rüsten uns damit aus. Okay. Gut. Und dann gehen wir mal zum Nachbarn. Gucken wir mal raus. Oh, da sind schon Zombies. Weiter zu die Tür. Es regnet gerade, wir sollten nicht zu lange draußen bleiben, aber wir müssen schon gucken, dass wir nicht irgendwelche Zombies reinlaufen. Weil wenn wir die einmal geaggrot haben, also die Aufmerksamkeit von denen auf uns gezogen haben, dann lassen die nicht mehr los. Dann folgen die einen und ja, locken mehrere andere Zombies an. Ja, jetzt haben wir schon ein schlechtes Perk, weil wir zu lange draußen waren. Gehen einfach mal in das Haus hier rein, gucken mal ins Fenster rein. Sieht ja gut aus. Machen wir mal auf. Auf uns sieht jetzt hier keiner. Das wäre relativ schlecht. Gehen wir da rein. Okay, machen wir wieder zu, bitte. So, okay. Sieht ja leer aus hier. Oh, Gewitter. Okay, Messer raus. Und gucken. Kein Zombie hier. Gucken wir mal in die Schränke rein. Spielgarten, ui. Wollte ich immer mal haben. Ah, Saatgut haben wir hier. Das ist schon mal gut. So. Was gibt's denn noch hier? Gibt's hier noch irgendwas? Kühlschrank vielleicht irgendwie? Essen? Oh, schön viel Essen. Bacon. Oh, das war auf dem Fenster. Jetzt nochmal schnell ein Stück Pizza. So, den Rest nehmen wir alles mit. Alles, was wir tragen können. Futter ist immer wichtig. Wir wollen ja nicht verhungern. Aber wir sollten nochmal was trinken. Hier mal die Jalousie zu. Können Sie uns hier nicht reingucken? Gucken wir mal ins nächste Zimmer. Ich hoffe, hier ist kein Zombie jetzt drin. Ne, okay. Machen wir auch schnell die Jalousie zu. Okay, kann auch unser Zombie da draußen nicht sehen. Ist hier im Schrank drin ein Magazin. Das können wir mal lesen. Wird uns nicht so schnell langweilig. Sehr gut. Ja, mehr gibt es hier eigentlich nicht. Gehen wir mal wieder raus. Das nächste Haus. Gucken wir uns noch ein Haus an und dann mache ich auch, glaube ich, erstmal einen Schnitt. Oh, jetzt kommt schon ein Zombie. Der erste Kampf. Mit einem Küchenmesser. Ich hoffe, der geht gut aus. Ah! Oh mein Gott. Ah! Küchenmesser ist wohl nicht so effektiv. Ich glaube, wir sterben jetzt.
Verdammt! Ich hätte eine andere Waffe suchen sollen. Okay. Down ist er. Okay, also wir bluten. Das ist natürlich nicht so schön. Wir wurden gebissen und wir bluten und wir wurden gebissen und wir bluten an der linken und der rechten Hand und unser Torso wurde attackiert. Ja, jetzt haben wir eine Blutspur hier. Das ist ja gut gelaufen. Vielleicht mache ich dann doch noch keinen Schnitt. Das könnte nämlich jetzt relativ schnell ausgehen. Wir müssen doch hier aber irgendeine andere Waffe haben. Das gibt's doch gar nicht. Scheiß Küchenmesser. Ist die geladen, die Waffe? Nee. Jetzt haben wir erstmal meine Lemon hier. So. Und eine Soda. So. Vielleicht hilft das. So. Essen wir noch ein bisschen Beef Jerky. Ich halt uns das ein bisschen. Ui. Wir brauchen Bandagen, sonst verbluten wir. Verlieren zu viel Blut. Das heißt, wir müssen eine Apotheke finden. Da sollten wir dann mal schnell hingehen. Weil wir sind gerade richtig im Schmerz. Oh oh. Das hat ja gut angefangen. Ja. Also mal, wie ihr seht, ist das relativ unforgiving. Fehler werden einem hier nicht wirklich verziehen. Jetzt ist schnell eine Apotheke suchen. Folgt ihr uns noch? Ja. Wir sind in Panik. Was ist denn hier? Folgt er uns noch? Sieht nicht so aus. Gehen wir mal in den Wald sterben. Oh, ich glaube, hier ist Ende. Hätten wir mal in die andere Richtung gehen sollen. Ach, du meine Güte, noch ein Zombie. Da ist eine Hütte hinten. Oder ein Supermarkt, vielleicht sollte man. Au, oh, ein Pizzastock. Pizzaladen. Oh mein Gott. Ah! Nein! Oh je. Das, ja, das könnte unser Ende sein. Ah! Lass mich in Ruhe! Verdammt! Zu! Markt. Vielleicht ist der Markt offen. Ja, was ist das? Können wir hier rein? Smash Window! Smash Window! Oh Gott. Oh, jetzt sind wir drin. Okay. Hier gibt es hier irgendwas drin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah! Verdammt! Es läuft nicht wie nach Plan. Oh je. Schon viel Blut hier in uns. Oh, ich glaube, wir machen nicht mehr lange. Critical Damage. Sieht nicht gut aus. Wir brauchen schnell Bandagen. Sind wohl schon Leute gestorben. Oh, 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 der lebt noch. Ui, ui, ui. Oder auch nicht. Jawohl, so ist das. Scheiß Türen. Vielleicht gibt es hier was drin. Verdammt! Scheiß Hecke. Ah! Müssten gleich down sein.
Oh je, wir sind schon auf der 15-Minuten-Marke und ich glaube, ich werde jetzt hier gleich sterben. Weil ich werde auch mal langsamer. Oh, die Tür ist offen. Oh, schön. Sind wir erstmal drin. Vielleicht gibt es hier irgendwo Bandagen. Vielleicht im Bad. Mal gucken. Ist nix. Ah, geil. So. Vielleicht oben Etage. Küchenmesser war nicht so die gute Idee. Gibt's hier? Ist hier was? Komm schon. Gibt's denn hier? Gibt's hier gar nichts? Ach du meine Güte, der Schrank. Ist da was drin? Socken? Ein Jojo. Ey, den Jojo wollte ich jetzt haben. Das ist natürlich sehr gut. Hier gibt's Sachen. Komm schon. Oh, Vitamine, die nehme ich sofort. Was gibt's noch? Ist noch was? Die Zombies kommen rein. Alter Schwede, hier gibt's ja nichts. Ich brauche Bandagen. Oh, der Beste. Nice. Wir sind überladen. Empty Pop Bottle. Oh, weg damit. Essen. Alles Essen ist mir egal. So, Tomaten, Salami. Vitamine. Ganz viel Vitamine fressen. Chips, alles fressen, alles Burger, Frisset, rohe Butter, so geht das. Und den Bacon, scheißegal. Ja, also, wenn wir hier reingucken. Oh. Da ist. Zombies. Gut. Oh, die sind schon drin. Die haben mich schon nicht gesehen. Okay, gibt's eine Hintertür? Gibt's eine Hintertür? Nee, gibt's nicht. Oh je. Ah! Die Tür auf! Mein Gott. Oh. Ja, und das war auch schon das Ende. Ja, manchmal Schnitt. Also, wenn ihr nochmal Folge sehen wollt, wo ich vielleicht ein bisschen geschickter vorgehe, dann like das Video. Favorite ist. Ja. Wir haben gerade mal 9 Stunden überlebt. Bis zum nächsten Mal.